Santa ganz alleine gegen 100.000 Zombies. Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen? Willkommen zu Ultimate Epic Battle Simulator. Das Spiel ist ungefähr wie Tabs, nur etwas realistischer und man kann richtig krass viele Soldaten machen. Wenn ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt, vergesst auf jeden Fall nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und schreibt mal bitte in die Kommentare mit dem Hashtag Pi, was für Einheiten ich gegeneinander kämpfen lassen soll. Und ich würde sagen, wir warten nicht lange und fangen direkt an. Okay Leute, ich glaube, das wird eins der epischsten Battle aller Zeiten. Einchecken gegen eine Schildkröte, gegen einen Pinguin. Seid ihr bereit? Let's go! Wer gewinnt? Alle auf das Pinguin! Aber Manfred! Manfred! Manfred auf Gertrude! Chico von hinten! Chico hinten auf Gertrude! Das ist so episch! Oh mein Gott! Leute, ich kann es nicht glauben! Wer wird gewinnen? Oh mein Gott! Manfred ist tot! Chico gegen Gertrude! Oh, und Chico ist puff. Ja. Okay, Leute, wer wollte nicht schon mal wissen, was passiert, wenn man Pinguine gegen Schildkröten, gegen Hühner kämpfen lässt? Und das ist einfach ein richtig geiles Dreieck. Wow. Ich würde sagen, wir beginnen mit den epischsten, aller epischsten Kämpfe. Welches Tier wird gewinnen? Let's go. Oh, die Pinguine gehen auf die Hühner. Epischer Kampf. Die Pinguine sind sehr viel stärker aus als die Hühner. Oh Gott. Haben die Hühner überhaupt eine Chance gegen die ganzen Pinguine? Die Pinguine werden hier einfach richtig zerrissen von den Schildkröten. Die sind einfach OP. Schildkröten sind anscheinend die besten Einheiten, habe ich gehört. Okay, ich bin jetzt selber ein Pinguin. Ich bin Manfred. Manfred, das Pinguin. Ich habe keinen Plan, wo ich da anlaufe. Ich probiere die Stadt einfach einzunehmen. Auf in die Stadt. Oh, oh, geht weg, geht weg, geht weg. Oh, hier sind noch mehr Schildkröten. Oh Gott, die kommen auf mich zu. Nein, lauf. Manfred, Manfred. Oh, das sind noch Chicken, die wissen nicht, wo sie hin sollen. Wollen wir mal ein bisschen ärgern? Hey, Chicken. Okay, okay, keine gute Idee. Keine gute Idee. Leute, Leute, Leute. Wie komme ich zu meinen Einheiten? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich probiere die Schildkröte auszuschalten. Komm her. Nein, ich habe nicht so viel Leben. Meine ganzen Freunde sind hier. Es lebt nur noch ein Pinguin. Und das bin ich. Meine ganzen Freunde sind hier tot am Boden. Was soll ich machen? Ich werde voll verfolgt. Hilfe. Ich bin umzingelt. Ich komme nicht vorbei. Oh Gott. Da unten sind die beiden Schildkröten. Gott, 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 Gott. Okay, okay, okay. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich muss runterspringen. Ich muss springen. Nein. Ich werde sterben, oder? Wow. Wow. Wie unfair war das? Oh Mann. Okay, die Schildkröten haben gewonnen. Das war etwas übertrieben. Ich habe, glaube ich, ein paar zu viele gemacht. Wow. Oh, geil. Meine 300 Spartiaten gegen einen Haufen voller Perser, die versuchen, durch den Bergpass durchzukommen. Es geht los, Leute, auf in den Krieg. Kommt. Schön. Schön den Pass halten. Hier darf keiner durch. Es sind doch so viele Perser übrig gegen diese 300. Haben die Spartiaten überhaupt eine Chance? Die Steine fallen runter auf die Perser. Oh, die werden einfach überrollt. Oh mein Gott. Die armen Perser. Wow. Halten meine Spartiaten die Stellung? Gut so. Der Gute geht in den Kampf. Der Kampf dauert zu lange. Ich muss nur kurz zwischen den Beinen hier einmal kurz. Darf ich? Nein? Okay, dann muss ich wieder auslaufen. Gertrude kommt in den Krieg! Komm, Gertrude, mach sie fertig! Komm! Nein! Gertrude ist tot! Okay. Ich würde sagen, der Kampf dauert viel zu lange. Der Haufen vor den Persern ist riesig. Und es leben einfach noch so viele. Das ist... Das waren ja nicht mal die Hälfte. Es ist noch alles voll. Okay, ich würde sagen... Das war wieder ein weiteres Unentschieden, weil es sind einfach viel zu viele Perser und die Spartiaten, die 300 wollen einfach nicht sterben. Okay, Leute, ein Katapult gegen 1000 Giant Orks. Und das Katapult, ich habe das Katapult leicht verändert und es schießt einfach extrem schnell. Haben die Giant Orks überhaupt eine Chance gegen das Katapult? Okay, ich lasse sie mal ein bisschen näher kommen. Ich fahre kurz ein bisschen zurück.
Kommt, Leute, kommt ein bisschen näher. Komm, ich fahr zu euch ein bisschen ran, okay? Glaubt ihr, ihr schafft es? Ich habe nur genau ein HP. Ihr müsst mich nur einmal treffen. Oh, fuck, die sind voll schnell. Gott, die sind so schnell. Ich muss mich drehen. Nein. Oh. Ja. Es regnet. Kann ich mich selber abschießen? Die Kugeln kommen runter. Es kommt runter. Es kommt runter. Ich habe mich getroffen. Ich habe ihn getroffen. Geht weg. Geht weg. Wird es überhaupt irgendein Ork schaffen, in die Nähe richtig zu kommen? Ich denke nicht. Und alle Orks sind... Das waren ein paar viele Orks. Okay, Leute. Was gibt es Spannenderes als ein Chuck Norris gegen einen anderen Chuck Norris? Seid ihr bereit? Let's go! Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen? Es kann nur einen Gewinner geben. Und... What? Error, Chuck Norris cannot fight Chuck Norris. Don't wear you beyond infinity, override of time, space, continuum fate. Wow! Wow! Was ist das? Okay, wow, die Entwickler haben gerade ein neues Update rausgehauen. Es gibt jetzt eine mega flache Map und neue Einheiten. Ich würde sagen, wir warten nicht lange und testen direkt die neuen Einheiten auf der flachen Map. Okay, wow. Die erste Einheit ist ein Schrank gegen einen Tisch. Das wird, glaube ich, einer der besten Kämpfe aller Zeiten. Wer ist stärker? Der Tisch oder der Schrank? Der Tisch oder der Schrank? Wer gewinnt? Ist das episch? Hä? Oh. Ja. Der Schrank hat gewonnen. Leute, wer wollte nicht immer wissen, was passiert, wenn man einen Schrank und einen Tisch gegen 100 Hühner kämpfen lässt? Wow, das ist, glaube ich, so ein super spannender Kampf. Wow, die armen Hühner. Die werden einfach aufge... Oh, nein, der Tisch ist kaputt. Und der Schrank auch. Wow, okay, die Hühner sind doch stärker als gedacht. Okay, die Tische und Schränke sind wieder zurück. Die haben aber diesmal ihre Großcousins und Cousinen mitgebracht. Deswegen sind es jetzt 5 Tische und 5 Schränke gegen weitere 100 Hühner. Oh, diesmal haben die Hühner keine Chance. Oh Gott, nee, die haben echt gar keine Chance. Oh doch, einen haben sie getötet. Das war Jared. Jared ist gestorben, ein Opfer. Ah, oh, mein Jared. Was für ein schöner Kampf. Okay. Wir sind wieder zurück. Santa und seine Schränke und Tische gegen Team Animals. 10 Schildkröten links, 10 Schildkröten rechts, Hühner an der Front und dahinter Pinguine. Das ist eine Taktik, mit der kann man eigentlich nicht verlieren. Let's go. Santa geht nach außen. Wir müssen Santa platt kriegen. Nein, 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 nein. Warte, 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 so war es nicht geplant. Wieso sind die Schränke so stark? Lauf, 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 lauf. Manfred, Manfred, ran. Nicht gut, nicht gut. Manni, wo ist Santa? Oha, wieso ist der Tisch so schnell? Oh mein Gott, fuck. Santa holt mich ein. Ah, er trifft mich, er trifft mich. Oh mein Gott, ich muss Santa weglocken. Ah, er hat mich getroffen. Santa, nein, Santa nicht. Santa, hör auf, bitte. Santa trifft mich nicht. Nein. Wow, okay, es war doch etwas unfairer als gedacht. Und es sind gerade mal 3, 4 Tische gestorben? Ehrlich? Okay, wow, dann muss ich das wohl etwas übertriebener machen. Okay, wir sind zurück. Dieselbe Einheit von Santa, aber diesmal sind es viel mehr Tiere. Ich denke, jetzt haben sie eine Chance. Wir schicken an der Front mit den Schildkröten. Dahinter kommen die Pinguine. Okay, mal gucken, ob sie diesmal eine Chance haben. Santa, du bist so gut wie tot. Glaub mir, Santa, das wirst du nicht überleben. Der Kampf ist relativ fair gewesen. Komm schon, komm schon. Mach den Schrank schnell kaputt. Schnell. Okay, Leute. Oh Gott, ist das spannend. Ich habe keine Ahnung, wer da noch lebt und wer tot ist. Komm schon, haut auf Santa zu. Ihr schafft es. Team Tiere. Kommt. Da geht's nochmal. Santa ist tot. Und es leben noch voll viele Schränke. Oh Gott, das ist nicht gut. Chicken, lauf, Chicken. Oh nein. Oh, Team Santa hat gewonnen, aber Santa ist tot. Es war relativ fair, sagen wir es so, okay? Ich würde sagen unentschieden, weil Santa gestorben ist. Santa ganz alleine gegen 100.000 Zombies. Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen?
Alter, guck mal, wie sie hoch da schon gehen. Santa will einfach nicht sterben. Er macht einfach jeden Zombie fertig, der in seine Nähe kommt. Komm, Santa, beiß dich durch. Die Zombies türmen sich richtig um Santa. Okay, ich glaube, es dauert viel zu lange, bis Santa alle getötet hat. Deswegen gibt es nur einen Ausweg. Und zwar die gute alte Nuke. Ja. Yep. Santa hat gewonnen. Wer hätte das gedacht? Leute, vergesst nicht mit dem Hashtag Fei in die Kommentare zu schreiben, welche Einheiten ich gegeneinander kämpfen lassen soll. Ich zeige euch doch mal ganz kurz, welche Einheiten es genau gibt. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Hier, da. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Es hilft unglaublich viel und dauert nur ein paar Sekunden. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Ups oder Ultimate Epic Battle Simulator sehen wollt, klickt dafür einfach rechts auf das Bild drauf. Da ist ein Video von Dufix, falls er ein Video hochgeladen hat. Wenn nicht, geht am Morgen eins hoch. Es wird unglaublich geil. Ich bin mir ziemlich sicher. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er macht richtig krasse Videos. Und links ist noch ein Video von mir, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao.